มีอะไรมีอะไรก็ติดตาม YouTube อยากเห็นหลวงพ่อค่ะเมื่อวานมาแล้วไม่เจออ๋อเมื่อวานก็ไปวันไปบ้านวันนี้ก็มาเสียงรวมว่าจะเจอไหมพอดีมาเจอหลวงพ่อดีใจปึ้งค่ะอ๋อศรัทธาแล้วมาจากเมืองไหนมาจากสุรินทร์ค่ะสุรินทร์ผมคือสุรินทร์โอ้ติดช่องจอมกัมพูชาค่ะรู้รู้กัมพูชากัมพูชาค่ะ what are you doing I'm with her and she's exciting to see you you stay in the area and what's a wish for her toCome to this place. Where are you from? Switzerland. What town? Hmm? Which town? Zurich. 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 So. และคนใดที่สนใจในนะมาเชื่อหลวงพ่อทำไมเชื่อหลวงพ่อแล้วพ่อพูดดีมากค่ะศรัทธาพูดตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายค่ะมีหลายคนไทยยังไม่เข้าใจศาสนาพุทธตัวเองหลวงพ่อลึกซึ้งกว่าเนาะทำยังไงจะให้คนรุ่นใหม่เข้าใจในศาสนาของเราเลยเนี่ยมันเข้าแต่สมองเนี่ยมันทำไมเข้าใจนะสมองสมองเข้าใจเนาะเนี่ยอายุเท่าไรอายุ53แล้วค่ะ53แล้วปกติทำงานอะไรปกติก็ทำงานเดี๋ยวนี้พ่อแม่เสียก็มาอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านทำไร่ทำนานะคะทำไร่ทำนาแล้วเจอคนนี้ที่ไหนเจอที่ทำงานค่ะที่แต่ก่อนทำงานอยู่หัวหินค่ะหัวหินค่ะเป็นร้านอาหารโอเคทำร้านอาหารนะค่ะหัวหินก็เป็นนักท่องเที่ยวก็รู้จักกันนักท่องเที่ยวค่ะVisitor. You can speak German, no? No. No? Yeah, yeah. You can sometimes speak. Taigon. What? Taigon. Taigon. He wants to know that the Sāsana Pūt taught us to not kill the life of the life. Why do we have to eat the life of the life? He doesn't understand this point.มันฆ่าสัตว์กับกินสัตว์ก็มันต่างกันใช่ไหมนั่นแหละเขาไม่เข้าใจจุดนี้ว่าทำไมฆ่าสัตว์กับชีวิตทำไมต้องกินเขาพูดนี่แหละก็มีคำอธิบายให้เขาลึกซึ้งเพราะเราก็เบสิกเราต้องดูนิดหน่อยเนี่ยมันค่ะมันต่างชาติไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะต่างชาติ Westerners don't understand us there's nothing wrong, you know, with eating whatever the people prepare us. But, you know, I mean, to take somebody's life, no matter if it is a human or if it is an animal, yeah, I mean, it takes quite a bit of, So that's quite a bit different, yeah? But if something, you know, if there's a butcher, you know, gibt es die Metzger, ne, oder Schlachthöfe und so weiter, wo die Leute, ja, das ist doch egal, ne, gehst du auf die Schlachthöfe oder gehst du in den Krieg, da schlachten sie doch auch die Menschen ab. Da haben sie nichts dagegen, oder? Ja. Ja, das ist so. Ja. Da macht sogar die Schweiz mit, ne? Ja. Sanktionen, ne? Sanktionen gegen Russland, aber Unterstützung der Nazis in der Ukraine, ja? Ich bin keine stolze Schweizerin. Ja, ich bin auch kein stolzer Europäer. Ich denke, die Europäer, die sind mehr Barbaren als irgendwo in der Rest in der Welt. Ne? Man braucht sich nur die Geschichte der Europäer anschauen. Ne? Überall, wo immer sie hingehen. Krieg. Ne? Ja? Ja? Und bist du nicht willig, so ne? Brauche ich Gewalt. Ja? Wer hat das gesagt? Ich glaube, das war der Jacques Giraud. Ne? Und wenn die Leute, wenn die Länder uns nicht das geben, ne? Dann nehmen wir uns das. Mit Gewalt.
Ja, was ist das für eine Einstellung? Ja. Und das ist egal, ob wir da Franzosen sind oder Schweizer oder Deutsche oder sowas. Das sind alle. Ja. Ja, aber wir sind die Guten. Ne? Nee. Wie lange bist du schon in Thailand? Also ich komme jedes Jahr, aber jetzt bleibe ich für, solange es geht. Das heißt 2-3 Monate, oder? Nein, schon länger. Hast du so ein Doppel-Entry-Visa oder was? Nein, das ist Retirement-Visa. Retirement? Und was hast du vorher gemacht? Ich war Malerin. Malerin? Es gibt zwei Arten von Malerin. Kunstmalerin? Andersmalerin. Was? Die andere Malerin. Die alle andere. Äußer anmalen. Ja. Innen anmalen. Ja. Und verheiratet? Nee. Nie verheiratet, keine nee, Kinder? Keine Kinder. Was ich gestern gehört hatte. Hm? Welches Geschlecht bist du? Menschlich. Die Grünen wollen in Deutschland ein Gesetz durchbringen, wenn du die Menschen nicht mit ihrem richtigen Geschlecht anredest, dann kannst du ins Gefängnis kommen. Ja, das ist jetzt die neue Welle, glaube ich. Haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank? Nee, haben wir nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das ist so. Verstehst du? Nee, ich möchte Also, es ist im Grunde genommen ganz einfach, ne? Etwas zu töten, ein Lebewesen zu töten. Ne? Im Buddhismus hat jedes Lebewesen das Recht zu leben. Ne? Und wenn wir es töten, sei es die Würmer, sei es die Moskitos und so weiter. Ne? Wir waren alle mal diese Dinge. Ja? Und kein Wesen mag es, wenn es getötet wird. Ja? Insofern ist es ein schweres Kammer, ne? wenn man solche Lebewesen tötet. Aber Fleisch zu essen oder die Früchte zu essen, oder, ne? Das ist nicht das Kammer. Ne? Aber wenn du jetzt natürlich zum Metzger hingehst und sagst, ich will da diese ganze Kuh geschlachtet haben, ja, dann bist du dran schuld. Ne? Weil er macht es ja nicht freiwillig. Ne? Macht er es freiwillig, ne, und sagt, ich habe da was Schönes, willst du das kaufen? Ne? Und sagt, ja oder nein, wie auch immer. Aber ist das nicht so wie eine Doppelmoral? Nein, das ist keine Doppelmoral. Mhm. Ja? Eine Doppelmoral ist hinzugehen und sagen, ja, ihr schlachtet die Kühe und die Schweine oder die Hühner ab, ne, und dann gehen sie aufs Feld, ne, und schlachten die Würmer ab. Und sagen, das ist was anderes. Ne? Das ist, also Doppelmoral ist das nicht, ne? Doppelmoral ist das, ne? Den anderen zu sagen, was sie zu tun und lassen haben und es selber aber tun. Ne? Das ist Doppelmoral. Ja? Und wo lebst du in Zürich? Alleine oder mit deiner Mutter oder mit deinen Eltern oder was? Nein, alleine. Aber ich habe jetzt alles retour gelassen. Wie was? Alleine. Ja. Deine Eltern sind schon gestorben, oder was? Nein, mein Vater ist gestorben, meine Großmutter ist erst gestorben und jetzt ist nur noch der Bruder und die Mutter. Mein Bruder und die Mutter. Und die leben auch in Zürich, oder? Die leben in der Nähe. Mhm. Mhm. Und was zieht dich nach Thailand? Ja, das lockere Leben, das ist dabei. Ja. Ja, ich fand sie in der Schweiz immer ein Stückchen schlimmer als in Deutschland. Wie? In der Schweiz fand ich es immer ein Stückchen übertriebener als in Deutschland. Ja, das ist so. Der Kübel ist voll. Der Kübel ist voll. Aber es ist in Österreich ist dasselbe. Ne? Ob du nur in Österreich bist oder in der Schweiz oder in Deutschland, es ist eine Mentalität. Ja. Ne? Ja, das ist so.
Ja, immer auf die anderen schauen, ne? Die anderen zu sagen, wie sie zu leben haben, was sie zu tun haben. Ja. Und selber kann man es nicht machen, aber den anderen sagen es einfach. Ja, so wird auch die Welt nicht besser. Die Welt wird nie besser werden. Ja, das ist auch so. Ja. Man muss verstehen, ne? wo kommt die Welt her? Ne? Wo kommt, ne? Ja? Natürlich, es gibt gewisse Zeiten, wo die Menschen, die hier auf dieser Welt sind, schlechter sind. Und es gibt gewisse Zeiten, wo die Menschen, die auf der Welt sind, besser sind. Ne? Und das kommt immer darauf an, was für eine Art von Spiritualität herrscht. Ne? Ist eine gute Spiritualität da, wie zum Beispiel zur Zeit des erhabenen Buddhas, ne? wo sehr viele Leute angezogen waren. Und das sind auch die Leute, die zu dieser Zeit geboren werden. Ne? Die sind schon im Herzen gut. Ne? Und dann werden die geboren und dann ist es nicht so schlimm. Ne? Aber brauchst du nur 200 oder 300 Jahre später anschauen, da war es schon wieder anders. Ne? Das kommt immer, ne? Das ist dasselbe, das kommt darauf an, welcher Schub von Immigranten nach in die Schweiz reinkommt. Kommen gute Leute am Anfang, ne, sind gute Leute gekommen, die wollten arbeiten, ne, und dann sind Leute gekommen, die wollten einfach am Sozialsystem teilhaben. Ne. Und das ändert sich je nachdem wie das spirituelle Umfeld ist. Ne. Ist es gut, dann kommen gute Menschen. Ist es schlecht, dann zieht es die schlechten Menschen an. Und das ändert sich ständig. Das ist ja nicht so, dass es, ja, wir brauchen ja nur unsere Geschichte anschauen. Es ist ja nicht so, dass das ständig gleich bleibt. Das ändert sich. Und nach dem erhabenen Buddha, dann gibt es eine Hochphase, wo viele Menschen gut sind. Und dann klingt das wieder ab. Dann sterben diese guten Menschen. Und viele gehen auch in den Himmel und bleiben da für Hunderttausende von Jahren. Und dann kommen langsam die schlechten Menschen. Und dann geht es bis zum ganz Tiefpunkt, ne? Und dann wird es langsam wieder besser. Ne? Also man kann die Menschen, ne? Das heißt, man kann die Menschen nicht besser machen. Ne? Die Menschen können nur, ne, in sich erkennen, dass das, was sie tun, schlecht ist, ne? Und sich selber besser. Ne? Jeder hat für sich selber die Verantwortung, das Gute in sich zu finden und sich zu verbessern. Und indem du dich verbesserst, verbesserst du auch deine Umgebung, ne, in der du lebst. Ne. Das strahlst du einfach ab. Ne. Das weißt du. Ne. Wie alt bist du? 53. Was? 53. Auch 53. Sie ist auch verordnet. Das weißt du, wenn du früher in eine Kneipe gegangen bist, ne? Oder in Gasthaus, ne? Und da saßen Leute, ne? Da war ein Tisch frei oder zwei Tische frei. An einem saß einer, der gegeifert hat, und an anderen saß jemand, der die Ruhe selbst war. Das setzt man sich doch zu dem, der die Ruhe selbst ist. Ne? Das zieht einfach an, das Gute zieht einfach an. Ne? Und das Schlechte stößt ab. Ne? Und insofern, ne? Wenn du dich veränderst, zum Guten veränderst, dann zieht das andere Gute an. Ne? Und verändert, kann auch verändern. Ne? Aber es ist immer das Beispiel, das man setzt, dass die Umgebung verändert. Und das ist natürlich schwierig, ja? Ja? Weil das Schwierige ist, sich selber zu ändern, versucht man die anderen zu ändern. Und das geht immer in die Hosen. Das ist das Einfachste. Wenn es so einfach wäre. Ne? Ja? Wenn man, ja? Ja? Deine Mutter hat auch gesagt, mach das mal. Und ja, da kommt der innere Schweinehund hoch. Ne? Mag man nicht, will man nicht, kann man nicht. Ja? Wehrt man sich dagegen. Also was willst du wissen? Ne? Was ist der beste Weg, um den Verstand zu bändigen? Meditation. Wir versuchen immer, den Verstand mit dem Verstand zu bändigen. Und das geht nicht. Wir müssen, ne, du kannst den Verstand, oder der arme Buddha hat das auch gesagt, du kannst den Verstand, ne, ist wie ein wildes Tier, den muss man anbinden. Ne?
Und dann, wenn du ihn anbindest und es merkt, es kommt nicht los, dann legt es sich zur Ruhe. Ja? Und insofern bändigst du den Verstand. Ne? Das ist erstmal ihn zur Ruhe bringen. Ihn dann zu trainieren, dass er nicht mehr rausgeht, ne? Das ist wieder eine andere Sache. Ne? Das ist dann nicht mehr die Ruhemeditation, sondern das ist die Untersuchung. Ne? Wenn er rausgeht, was willst du? Ihn zu fragen, was willst du da? Was suchst du da? Ne? Wie viel tausend Mal warst du schon dort? Ne? Aber immer wieder geht der Geist dahin. Immer wieder will er was. Und obwohl wir wissen, dass da nichts zu holen gibt. Ne? Trotzdem geht er hin. Weil wir ihm nicht gezeigt haben, dass das, was er sich holen will, ein Haufen Scheiße ist. Ja. Ja, nichts bringt. Ne? Oder du kannst es ja auch sagen, das sind diese Seifenblasen. Ne? Die schauen schön aus, ne? Und im Moment, wo man sie krapschen will, zerplatzen sie. Und da rennen die Kinder, du kennst doch die Kinder, die da nachrennen. Ja, ja. Ja, und das sind wir. Wir rennen hinter diesen Seifenblasen und wir kriegen es noch nicht mit. Irgendwann werden die Kinder schlauer und rennen nicht mehr hinterher. Ja? Aber wir sind noch nicht schlau genug. Wir rennen immer noch hinterher. Ja, und werden, solange wir das nicht untersuchen, dass das, wo wir nachrennen, nichts bringt oder nur Unzufriedenheit bringt, ne? Solange werden wir nachrennen. Ne? Und was bedeutet das? Also was bedeutet das Untersuchen? Was ist die Lösung für das Untersuchen? Also beständig am Verstand analysieren. Ne, ja, hinterfragen, hinzuschauen, aber ehrlich hinzuschauen. Ne? Und dann zu fragen, was bringt mir das? Und dann nicht den Verstand antworten lassen, sondern das Herz antworten lassen. Weil es ist nicht der Verstand, der die treibende Kraft ist, sondern es ist das Herz, das die treibende Kraft ist. Und wir können nur schauen, was im Herzen los ist, wenn wir diese Ruhemeditation machen. Wenn wir den Verstand mal ausschalten. Was ist da? Davor haben die meisten Angst. Ja? Was ist, wenn wir den Verstand ausschalten? Dann sind wir nämlich in der Welt, wo wir endlich mal frei atmen können. Ja? Weil da nichts ist, das uns ständig sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Ne? Und du regst dich über die Schweiz auf, aber die Schweiz ist ja auch in dir drin. Ja? Ja, genauso wie das Deutschtum in uns drin ist. Ne? Ja? Wir sind ja so erzogen worden. Ne? Und das... Wir sind ja auch auf dem Grund, ne? Weil wir diese Charaktereigenschaft haben, sind wir in der Schweiz wiedergeboren worden oder in Deutschland wiedergeboren oder in Österreich oder andere sind, nur weil sie eine andere haben, sind in Thailand geboren worden. Ne? Ne? Und das müssen wir uns anschauen, diese Eigenschaften. Ne? Und da müssen wir erst ins Herz gehen. Ne? Und wenn wir ins Herz gehen, ne, bis das Herz mal also ganz still ist, und nichts will, ne? Dann fühlen wir uns zum ersten Mal frei. Ja, das sind ja seltene Momente. Was? Das sind ja seltene Momente. Ja, deswegen müssen wir ja meditieren, um diese Momente erstmal zu erhöhen und zu verlängern. Bis wir mal also 10 Minuten, 20 Minuten, eine Stunde lang in diesem, sagen wir mal so, nichts, nicht denken sind, ne? Im Herzen sind. Und da passieren viele Dinge, ne, da kommen auch viele Dinge hoch aus unserer Vergangenheit, die wir gar nicht sehen wollen. Ne? Ja, und die müssen wir uns anschauen und dann ablegen. Ne? Und wer will schon in seiner Vergangenheit graben? Ha? Deswegen üben wir am Anfang wirklich diese Ruhemeditation, um zum Herzen zu kommen. Ne? Sobald wir mal im Herzen sind, ne, dann kann man das Herz fragen, was es eigentlich will. Ne? Im Moment ist das Herz wie ein kleines Kind. Ne? Das kleine Kind, das hat die Hand im Feuer
und schaut immer darum, ne, in die andere Richtung, wer schuldig ist. Ne? Was wir jetzt machen, ne? Und da zieht es einen Schatten und sagt, ah, das ist, warum meine Hand brennt. Ne? Oder warum ich brenne. Ne? Oder das, oder das, oder das. Ne? Ja, und wir müssen jetzt mal schauen, wir müssen dem Kind jetzt mal, ne, den Kopf dahin tun. Ne? Und dann brauchst du nichts mehr zu sagen. Das wird automatisch die Hand zurückziehen. Aber solange es nicht sieht, was es tut, wird es immer wieder dasselbe tun. Ja? So, wir müssen dem Herzen zeigen, was es tut, ne? Wie es sich selber wehtut. Ne? Weil das ist das, was das Herz noch nicht verstanden hat. Deswegen sage ich, das Herz ist wie ein kleines Kind, ne? Das immer in die andere Richtung schaut. Kann meine Hand, kann meine Nieren. Allein? Why that, why this? Ja, das ist, vieles verstehen wir nicht. Vieles am Anfang verstehen wir nicht. Wir verstehen auch nicht, warum wir so gebaut sind. Aber je mehr wir ans Herz kommen und je mehr wir schauen und beobachten, ne? Und zwar beobachten, ohne irgendwelche Assoziationen. Nicht zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. Und das fällt uns sehr schwer. Ja? Wir sind ja so geprägt. Ja, und aber diese Prägung können wir wieder anprägen. Ja? Und das ist das Schwierige. Ne? Wir sehen etwas und sofort kommt unser Judgment, sofort kommt unsere Beurteilung. Das ist gut, das ist schlecht, das sollte so sein, das sollte so sein. Und das müssen wir weglassen. Und dazu braucht man natürlich sehr viel Kraft. Ne? Aber je mehr wir weglassen können, umso freier sind wir und umso besser sehen wir, was da eigentlich passiert. Also du kannst es ja üben, ne? Und wenn du da, ich weiß nicht, wo du wohnst ja bei ihr, oder wahrscheinlich, ne? Wenn du bei ihr wohnst und wenn sie nein, im Wald wohnt, ne? Dann kann man doch mal die Tiere beobachten. Und einfach nur beobachten, ne? ohne zu schauen. Ne? Und das ist genau so. Meistens haben wir ja da haben wir ja kein Judgment, da beurteilen wir nicht. Ja? Da schauen wir nur, da sind wir nur interessiert, was die Tiere machen, wie sie reagieren. Also wie diese Eichhörnchen, ja, Orchkatzen, ne? wie die da raufklettern oder die Ameisen, wie die da ihr Essen aufsammeln und in ihr Tuch. Ja, beobachten, ohne das beurteilen. Warum können wir das bei Tieren und warum können wir das bei Menschen nicht auch machen? Da müssen wir sofort, ne, das ist gut, das ist schlecht, das soll der aber so machen, das soll der aber so machen. Ne? Und das müssen wir lernen. Ja? Und je besser wir, je mehr wir beobachten können, ohne zu beurteilen, ja, umso freier fühlen wir uns. Und umso besser und umso mehr versteht wir eigentlich auch. Ne? Wie sind denn die ganzen Erkenntnisse? Wir hatten Freud und so weiter, die ersten Erkenntnisse gefunden, indem man die Menschen beobachtet hat. Ja? Der wusste nicht, der hatte da kein Schema, was er auf die Menschen pressen konnte. Später hat er dann das Schema genommen und drauf gepresst und dann wird es ja, ging es ja auch falsch. Ne? Ja? Aber am Anfang hat er wirklich nur beobachtet. Und die Beobachtungen, die er am Anfang gemacht hat, die waren gut. Ne? Und so wie die Menschen die Tiere beobachtet haben oder die Pflanzen beobachtet haben, ne? Da kommt ja unser ganzes Wissen her. Ne? Das Wissen kommt ja nicht vom Studieren her. Ne? Das ist ja nur intellektuelle Masturbation. Ne? Ja, was ist das anders? Ne? Ja. Und im Moment, also da ist eine Hochkonjunktur an dieser Masturbation. Ne? Mit dieser ganzen Gendersprache oder was auch, alle diese Verrückten, diese Klimaidioten und so weiter. Ne? Als die USA den Irak überfallen hat, ne, oder zerstört hat, oder Libyen, ne, da haben wir ja ausnahmsweise nicht mitgemacht bei Libyen. Ja, ausnahmsweise. Ach doch, bei Libyen hat Frankreich mit, bei Irak haben wir nicht mitgemacht. Ne. Ja, da hat niemand die USA sanktioniert. Warum nicht?
Das war ein widerrechtlicher Krieg. Euer Daniele Ganzer, der ist gut. Kennst du ihn? Ja, ah, der ist herrlich, ne? Der, ne? Deswegen wird er ja auch kräftig niedergemacht, ne? Von allen. Was wir uns ist etwas in die Wiege gelegt worden, ne? Was wir wirklich beherzigt sollen. Was du nicht willst, dass dir man tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und das, was uns zugefügt wird, das haben wir anderen angetan. Das ist noch schwierig zu begreifen, dass das wirklich so ist. Ja, das ist aber so. Und das wirst du, je näher du zu deinem Herzen kommst, wirst du das sehen. Weil diese Sachen, ne, die andere antun, ne, im Grunde genommen, da regt sich Widerstand, ne, da regt sich Hass und dann willst du das anderen auch antun. Ne. Und solange das noch drin ist, wirst du das, ne, wirst du das in irgendeinem anderen Leben wieder den anderen, ne, wie heißt das, tortured, diejenigen, die getortured worden sind, oder ich weiß, manchmal fallen mir die deutschen Worte nicht mehr ein, aber im Deutschen sagt man, der Unterdrückte von heute ist der Unterdrücker von morgen. Und wenn der Unterdrücker, dann wird er dann wieder der Unterdrückte. Und das kann man dann natürlich nur erklären, wenn man Geburt und Wiedergeburt akzeptiert. Wenn du nur das eine Leben nimmst, dann kann man das nicht verstehen. Und wenn man viele Leben nimmt, dann kann man es verstehen. Wenn wir uns zurückziehen könnten, ne, und sehen können über diese Leben, und manche können das, ne, was wir in den früheren Leben getan haben, das kommt als Ergebnis wieder zurück. Haben wir viel Gutes getan, kommt viel Gutes zurück. Haben wir viel Schlechtes getan, kommt viel Schlechtes zurück. Aber das, was wir tun, das kommt immer wieder zu uns zurück. Wie ein Hammer, wie ein Bumerang. Deswegen soll man gar nichts Schlechtes tun. Ne? Und das Problem bei Karma ist, dass es nicht nur einmal zurückkommt, ne, sondern 1000-mal oder 100-mal, bei Tieren 100-mal oder 1000-mal und bei Menschen 1000 oder 10.000-mal. Und je höher dieser Mensch entwickelt ist oder je höher dieses Wesen entwickelt ist, wenn wir ihm was Schlechtes antun, umso häufiger kommt das zurück. Oder wenn wir ihm was Gutes antun, umso häufiger kommt das Gute zurück. Ne? Jeder in der Schweiz, jeder im Westen weiß das. Ne? Wenn ich mein Geld zu einer Bank trage, die mir viel Zinsen bringt, ne, dann tun wir es doch dahin. Ne? Ne? Wir stecken das doch nicht in das Loch, ne, wo das einfach verschwindet. Ne? Und jetzt ist nur noch ein Loch, ja, verschwindet. Ja, im Moment ist alles ein Loch, ne, wo alles verschwindet. Ne? Und genau das ist dasselbe Prinzip. Ne? Wenn man das Prinzip, wie das ganze Universum funktioniert, versteht, ne? Und das ist das Karma. Ne? Und Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Ne? Wir haben Teil davon verstanden und das ist Physik. Ne? Aber wir haben ja auch die Physik nicht ganz verstanden. Ne? Es gibt ja Sachen, die man mit der Physik nicht erklären kann, aber die trotzdem existieren. Und wenn man dieses Gesetz versteht, ne? Und dann für sich anwendet, zum Guten anwendet, Was soll das? Ne, du gehst doch auch zur Bank, wenn die dir 10% gibt und nicht zur Bank, die dir Zinsen abzieht. Negativzinsen. Ja. Ich habe gedacht, das trifft der Schlag, als sie das 2016, ne? Wenn du dein Geld auf der Bank hast, dann ziehen sie das Geld ab. Hm? Was? Genau. Ben allein. Im Bund. Ja? Im Bund. Im Bund. Im Bund, ja. Ja, dann. Urbund, Orgler. Urbund. Ja. Ja, frag, was du wissen willst. Ja, was hat denn
Ja, die Frage, die ich vorher gestellt habe, ist schon ziemlich wichtig. Dass alles, was ich ins Außen bringe, dass das auch wieder retour kommt. Retourkutsche, ja. Heißt das im Deutschen. Ja. Das, die deutsche Sprache, wenn du die deutsche Sprache wirklich, wirklich beherrschst, ne, da ist so viel Dhamma ne, in dieser Sprache drin. Ne. Die Retourkutsche. Ja. Auch Retourkutsche, das gibt es so im Deutschen, der Unterdrückte von heute ist der Unterdrücker von morgen. Wo kommt denn das her? Wenn nicht irgendwo in der deutschen Kultur dieses Dhamma verankert irgendwo ist. Ne? Aber es ist natürlich vergessen worden. Ne? Schau dir die deutsche Sprache an. Leidenschaft. Etwas, was Leiden schafft. Aber deswegen sind wir trotzdem leidenschaftlich verliebt. Weil wir wollen leiden. Ja? Und je mehr wir leiden, umso mehr fühlen wir uns, na, dass wir da sind. Ja? Ja? Leute, die hoch, ne, die hoch schweben, ne, das ist nichts für uns. Ne. Wir müssen fest auf der Erde stehen. Leiden, leiden, leiden. Und gerade die Deutschen. Ne. Je mehr wir leiden, umso besser leben wir. Ne. Ja, das muss man verstehen, die Retourkutsche, das muss man verstehen. Und dann kann man das Prinzip für sich, für selbst, fürs Bessere anwenden. Das ist etwas, was man zum ersten Mal vertrauen muss, dass das stimmt. Ne? Und je mehr du ins Herz reingehst, umso mehr fängst du an, das zu verstehen. Ne? Am Anfang ist das Vertrauen und dann kommt das Verstehen. Und dann kommt die Überzeugung, weil du selber siehst. Ne? Spannend. Ja. Aber ohne Meditation kommt man da nicht hin. Ne? Ohne klare Sicht, ne? Weil das, was wir sehen, ist das, was die Brille, die wir aufhaben. Ja, ist die rosa rot, dann ist alles toll. Ne? Und das kennst du aus deiner Jugend. Ne? War da ein schöner Moment, ne? Da sind die Menschen alle gut. Ne? War ein schlechter Moment, dann sind die Menschen alle schlecht. Ne? Je nachdem, welche Brille wir aufziehen, so sehen wir unsere Environment. Ne? Außer wir ziehen dann die klare Brille auf, ne? Und diese klare Brille ist, ohne irgendwo etwas zu beurteilen, zu bewerten, ne? Das ist die klare Brille, dann sehen wir, wie die Dinge wirklich sind. Ne? Und dann können wir auch Dinge verstehen. Ne? Vorher verstehen wir sie nicht. Ne? Vorher legen wir sie ab, ah, das ist gut, ne? Das, und das ist schlecht. Ne? Ja, geh doch mit deiner Freundin, ich schätze mal, dass es deine Freundin ist, gell? Es schaut so aus. Geh mal in Kloster in Surin, ne, und praktiziert einfach mal. Bei Tivat, le Pavana, Tamsin, le Pavana. Gotti Surin, Gomi, Wat Kamatan, Gomen, Gan, Tame. Bei Song Konna, Zung Le, bei der Kündia und Langzeit Niko Song Künden. Le Pavana. Und wenn du Hilfe brauchst, dann komm da eben einfach mal hierher und praktizier. Aber am Anfang ist es einfach hartes Training. Wenn der Geist rauskommt, wieder zurückziehen. Da spielt die Musik. Kennst du ja noch von zu Hause. Schläge. Was? Die Schläge. Ja, ja, da, ja. Da spielt die Musik, nicht da. Ne? Aber die Schläge brauchen wir nur, um den Geist wieder zurück zu dem einen Punkt gehen. Ne? Und es gibt zwei für die Ruhemeditation. Entweder nehmen wir den Atem und beobachten den Atem um die Nasenspitze herum und schauen, wie der Atem ist, ne? Ob er reinkommt oder rausgeht, ob er schnell ist oder langsam ist oder lang ist oder kurz ist. Ne? Ja? Nicht bewerten. Wir wollen einfach nur wissen, wie der Atem jetzt in diesem Moment ist. Ne? Oder wir nehmen, wenn wir viel denken, nehmen wir das Butto, 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 Butto. Und wenn der Geist rausgeht, dann ziehen wir ihn wieder zurück. Ne? Da gibt es einen Schlag, ne? Aber wenn er dann wieder auf seinem Dings ist, dann beobachten wir wieder. Ne? Solange bis er wieder rausflutscht, ne? Und das wird er ziemlich schnell tun, dann ziehen wir ihn wieder zurück. Ne? Am Anfang wird es meistens immer nur das Zurückziehen, 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 ne? Sein.
So lange, bis die Ruhe eingekehrt ist, und dann können wir mehr und mehr beobachten. Im Grunde genommen sehr simpel. Die ganzen Instruktionen vom erhabenen Buddha sind ganz einfach. Das zu machen ist schwierig. Das ist wie Laufen lernen. Stehst auf, fällst um, stehst auf, fällst um, stehst auf, fällst um. Und wenn der, wie ist das, Kwampayayam, was ist das auf Deutsch? Wenn du fleißig übst, wie heißt das im Deutschen? Wer fleißig sich trainiert, dem wird es auch gelingen. Oder wer fleißig übt, dem wird es auch gelingen. Und das ist aber Meditation, ist das A und O, nicht aufzugeben. Und da ist der deutsche Charakter gut. Wenn er was will, dann macht er es aber auch. Und dann macht er es auch richtig. Okay, alles klar? Ja, von allein. Okay. Haben wir noch ein deutsches Buch? Leben innerer Werte? Erstmal leicht anfangen mit der leichten Kost. kriegst sogar auf Deutsch. This is in English. ไม่มีภาษาไทยไม่มีภาษาไทยไม่มีก็ไปอีซี่ทุกทุกภาษาไทยก็ได้ทุกใช่หาได้ทุกที่ทุกที่ลุงจะมาหาบัวก็ไปวัดตาปันตาก็ไปไปเมื่อวานแล้วค่ะผมไปเมื่อวานออกจากนี่ก็ไปผมตามมาหาบัวภาษาไทยก็ได้ทุกที่ทุกที่ลุงจะมาหาบัวนะเดี๋ยว spricht nicht dasselbe an, was jemand, der im Westen geboren ist, anspricht. Weil die Asiaten sind anders gebaut als die Europäer. Die haben eine andere Erziehung als die Europäer. Und deswegen braucht er gewisse Dinge überhaupt nicht so, die für ihn selbstverständlich sind oder für die Thai selbstverständlich sind, wie Großzügigkeit, Respekt und Dankbarkeit, die für uns Fremdwörter sind. Leider. Und dann muss man die mehr ansprechen als und da, das interessiert ihn nicht, weil das ist ja, wo auch immer du in Thailand hinkommst, ist es da. Da brauchen die nicht daran erinnert zu werden. Wir müssen aber ständig daran erinnert werden. Leider. Okay? Und wenn du Hilfe brauchst, mir dann kann, komm zu Lüe, komm mal ich go dein. Komm mal ja zum Singen, komm mal dein. Mal dein Tuck Mühe. Mal dein.